Servus und herzlich willkommen auf meinem Channel. Ich bin der Babylon007 und möchte euch heute eine weitere Windel vorstellen. Sie kommt aktuell aus, mal gucken, also hier steht's, ich glaube aus Schweden. Ja, also ich habe sie nicht in Schweden bestellt, ich habe sie bei windel.de bestellt. Link zu dieser Windel direkt in der Videobeschreibung. Es handelt sich um hier die Nati bei Natur Baby Care in der Größe 6 ab 16 Kilo. Ich habe die Windel bekommen, habe sie ausgepackt, habe eine rausgenommen und war nicht wirklich begeistert. Aber mehr dazu nach der Rückseite der Verpackung. Ja, die Rückseite der Verpackung ist quasi so gestellt, dass man sie auch so in den Laden stellen kann oder natürlich auch so. An der Seite findet man dann hier mal so ein paar Informationen zu der Windel. Ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach mal zu der Windel selber. Hier sind wir jetzt mit der Windel und ich habe ja hier ein Rode-Mikrofon auf meiner neuen Kamera. Ich möchte euch jetzt einfach mal nur hören lassen, wie sich diese Windel anhört. Ja, zum Fühlen sage ich dann nachher später was. Ja. Ja, also es ist kein Scherz, sie fühlt sich so richtig, muss ich jetzt echt ernsthaft sagen, widerlich an. Es ist widerlich, ja. Sie ist, ja, sie ist so, also wenn ich überlege, wenn ich jetzt auf eine andere Babywindel drauf drücke und meinen Finger ziehe, dann fühlt sich das nicht so plastikmäßig an. Das fühlt sich so, so richtig komisch an. Also wenn ihr das Gefühl auch habt, wenn ihr diese Windel schon mal hattet, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare, ob ich da wirklich richtig liege, weil ich kann es nicht beschreiben, es ist so, es ist nicht weich, es ist so, so komisch. Naja, ich kann es echt nicht beschreiben, Leute. Es fühlt sich auch eher nach Plastik an, also so einem komischen Ökoplastik oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja, das ist natürlich der nächste Witz. Okay, also ihr seht es, das war jetzt nicht so gedacht, aber okay, aber jetzt haben wir zumindest, also es ist Plastik. Es muss irgendwas Plastikartiges sein, weil, oder? Nee, es sind schon irgendwelche komischen Fasern. Also man sieht es jetzt mal hier, nachdem ich das ja weggerissen habe. Es sind irgendwelche komischen Fasern. Der Nachteil ist, sie passt mir nicht. Wieso, weshalb, warum? Lässt sich einfach erklären. Machen jetzt gleich mal erstmal das Passen. Das Stretch ist zwar schön, aber durch diese komische Oberfläche, sie hält nicht. Sie hält nicht auf der Windel selber. Ja, sie hält zwar auf dem Klett, der wohl jetzt komischerweise doch wieder klebt, der wohl komischerweise abgegangen ist, nachdem ich mal kurz leicht dran gezogen habe. aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weitermachen, kommen wir erstmal zu diesem Preis. Der Preis für die 18 Stück beträgt 9,28 Euro. Und ich muss sagen, von einer Windel von 9,28 Euro für 18 Stück stelle ich mir was anders vor. Ja? Also, auch wenn es jetzt echt negativ ist, aber die könnten den weitermachen, weil so haben wir einen maximalen Umfang von 60 cm. Da kann ich ein Kind auch Größe 5 anziehen. Ohne Witz. Größe 5 von Aldi oder von Lidl. Da habe ich genauso die 60 cm. Und so, vielleicht sogar einen Ticken mehr noch. Ja? Oder nehmen wir die Pampers, ja, die passen mir mit 80 cm noch. Da kann man, da gibt es deutlich vom preislichen her billigere. Aber ich glaube, das sind irgendwelche Naturwindeln und naja, ist halt so, ich kann es nicht ändern. Ich habe euch jetzt meine Meinung dazu gesagt. Sie gibt es auch in den Größen 1, 2, 3, 4, 5 und 6, aber wir haben ja 6er hier vorne liegen. Der Umfang, wie gesagt, sind 60 cm. Vom Motiv her brauche ich wahrscheinlich nicht viel sagen. Weiß mit irgendwelchen komischen Sachen drauf, hinten geht so weiter, sonst würde ich die Windel schon gerne mal richtig testen, aber wie gesagt, sie passt mir leider nicht. Sie ist komischerweise innen drin echt weich und außen fühlt sie sich bescheuert an. Ja, ich habe natürlich einen inneren Auslaufschutz, einen äußeren Auslaufschutz, also haben wir quasi zwei Auslaufschutz, Doppelauslaufschutz, wie ihr auch immer das bezeichnen wollt. Wie gesagt, sonst finde ich die Windel gar nicht so verkehrt, aber für den Preis habe ich mir was anders vorgestellt.
Ja, natürlich kommt auch noch das Saugvolumen. Das liegt zwischen 400 und 450 Milliliter laut meinem Test. Wie ich das Saugvolumen getestet habe, findet ihr in der Videobeschreibung. Wie teste ich die Saugleistung der Windeln? Irgendwie so habe ich es genannt. Guckt es euch an, dann seht ihr es. Und ich würde sagen, für mich ist jetzt hier Feierabend. Ich bin von dieser Windel überhaupt nicht begeistert, von dieser Nati Größe 6. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch ja selber auch mal bestellen, mir euer Resümee da lassen. Wie gesagt, ich bin nicht begeistert. Und ich würde sagen, bis die Tage dann, euer Babylolo 007.